Hallo, mein Name ist Kevin Wittwer. Ich habe mich während meiner Master- und Doktorarbeit am Paul-Ehrlich-Institut mit einem potenziellen Medikament gegen Masernviren beschäftigt. Obwohl es schon lange einen effektiven Impfstoff gibt, ist der nicht allen Menschen zugänglich und so infizieren sich jedes Jahr noch immer Millionen von Menschen. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO führte das in jedem der vergangenen Jahre zu weit mehr als 100.000 Todesfällen. Im folgenden Projekt haben wir einen potenziellen Wirkstoff gegen Masernviren in infizierten Affen getestet. Aufgrund der Tatsache, dass Masernviren weder Mäuse noch Ratten oder ähnliche Tiere infizieren können, war daher die Forschung in diesem Tiermodell notwendig. Die vorangegangene jahrelange Erforschung des Wirkstoffs in Zellkulturen hat dabei vielversprechende Hinweise auf eine starke Wirkung gegen das Virus gezeigt und gleichzeitig keine schädlichen Nebenwirkungen, also Toxizitäten, vermuten lassen. Wir haben dann Folgendes beobachtet. Je früher wir das Medikament gegeben haben, desto weniger Masernausschlag haben die Tiere aufgewiesen. Ein Beispiel: Bei den Tieren, bei denen wir das Medikament bereits 12 Stunden vor der Infektion gegeben haben, hatten wir im Gegensatz zu unbehandelten Tieren keinerlei Hautausschlag beobachtet. Wir haben uns außerdem die Viruslast angeguckt. Das bedeutet, wir haben gemessen, wie viel Virus im Blut und auch im Rachen vorhanden ist. Sprich, wie gut kann das Virus replizieren? Und bemerkenswert hierbei war, dass wir massiv reduzierte Virustiter im Gegensatz zu unbehandelten Tieren nachgewiesen haben, selbst wenn wir 3 bzw. erst 7 Tage nach der Infektion mit der Behandlung beginnen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass wir in unseren Versuchen keinerlei Toxizitäten, also schädliche Nebenwirkungen, beobachten konnten und gleichzeitig die Viruslast und auch die Krankheitssymptome massiv reduzieren konnten. Und das ebnet den Weg für die weitere Entwicklung dieses potenziellen antiviralen Medikaments.